Ich kann es nicht glauben. Als ich hörte, dass ein zwergischer grauer Wächter in Orsama ist, habe ich so gehofft. Schau dich an. Meine kleine Schwester ist eine kampferfahrene Veteranin. Sogar mit ungewöhnlichem Gefolge. Ja, stell dir vor, seit letzten Monat bin ich königliche Konkubine des Hauses Eduken. Mutter und ich wohnen jetzt im Palast. Unsere ganze Nachbarschaft fände problemlos allein im Badezimmer Platz. Ich wünschte, du könntest den kleinen Endrin sehen, aber er darf das königliche Kinderzimmer nicht verlassen. Mutter ist Mutter. Wir haben jetzt alles, was wir uns wünschen, aber... Du weißt ja, was man sagt. Du kannst den Staub nicht hinter dir lassen, wenn du ihn in dir trägst. Und Lesky habe ich nicht gesehen, seit du fort bist. Balin schätzt es nicht, wenn ich mich vom Anwesen entferne. Kaum zu glauben, was? Mein Sohn ist ein Eduken. Der zukünftige König von Orsama verbringt seine Nächte in meinem Bett. Berat war eine Kröte. Aber ihm verdanke ich es, dass ich lesen, tanzen und massieren kann. Und was Balin sonst noch so an mir findet. Natürlich nicht. Seine Frau wird Königin. Aber mein Sohn ist ein Prinz. Dein Neffe könnte irgendwann auf dem Thron von Orsama sitzen. Das ist eine hundsgemeine Lüge. Balin hat mir alles erzählt. Lord Harrowman hat immer Balins älteren Bruder vorgezogen, der dann aber Trian ermordet hat. Balin glaubt, dass Harrowman das alles eingefädelt hat, um es ihm anzuhängen. Und dann hat er es dem sterbenden König erzählt. Als der König ihn fortgeschickt hat, hat Balin wochenlang geweint. Sag mir, dass du diese schrecklichen Gerüchte nicht glaubst. Also musst du Balin treffen. Dann siehst du, wie er ist. Er ist sogar nett zu Mutter. Und das ist nicht leicht, wie du weißt. Aber darum bist du nicht hier. Was ist los? Von der Oberfläche heißt es, dass schreckliche Dinge dort passieren. Die dunkle Brut greift an und die Menschen führen einen Bürgerkrieg. Und die Versammlung würde sicher zusagen, wenn sie nicht um die Thronnachfolge streiten würde. Ich hasse es. Solange es keinen König gibt, lässt die Versammlung lieber die Welt einstürzen, als auf das Gebot der Vernunft zu achten. Aber ich kann dich Wartek Gevorn vorstellen, Balins oberstem Hauptmann. Wenn dir jemand helfen kann, dann er. Er ist womöglich misstrauisch, aber das ist nicht persönlich gemeint. Es ist einfach schwer zu sagen, wer gegen uns ist. Rika? Ich bin bei der Versammlung. Das ist kein Ort für eine Frau. Was soll das bedeuten? Wartek, ich möchte dir meine Schwester vorstellen. Sie ist ein grauer Wächter und bringt schlimme Nachrichten von der Oberfläche. Natürlich. Ich habe nicht nachgedacht. Es fiel schwer, den grauen Wächter und ihr auffälliges Gefolge nicht zu bemerken. Ich hörte, ihr ersucht um die Hilfe von Orsamas Besten. Ah, alte Dokumente in der Tat. Sie wurden während der Regentschaft von König und Paragon Aesna Bimo unterzeichnet. Das war vor 16 Generationen. Das Problem ist nur, dass diese Verpflichtung ausschließlich für unseren König gilt. Und so etwas haben wir im Moment leider nicht. Harrowmont versteckt sich hinter seinem guten Ruf, schickt aber Spione und Meuchelmörder. Balin weiß nicht, wem er vertrauen kann. Es ist für Balin wie ein Messerstich ins Herz, dass so viele Männer seines Vaters zu dem Thronräuber halten. Harrowmont ist sich in Bestechung und Nötigung ergangen, damit jedes Haus in seinem Sinne handelt. Aber wenn eine neutrale, fremde Partei an einige wichtige Mitglieder herantrete mit unverrückbaren Beweisen über Harrowmonts Betrug, mein Prinz würde sich dann bestimmt dankbar erweisen. Harrowmont hat dasselbe Stück Land zwei verschiedenen Dashiers versprochen, Lady Dace und Lord Helmy. Harrowmont kann das Land nicht beiden geben, aber das werden sie erst nach der Wahl herausfinden. Ich habe Kopien der Schuldscheine, die Harrowmont den beiden gegeben hat.
Wenn Sie sie gesehen haben, überdenken Sie vielleicht Ihre Wahlentscheidung. Lady Dace verlässt ihre Gemächer nur selten, aber Lord Helmy ist abenteuerlustig und oft in der Schenke anzutreffen, im Ständeviertel. Aber sagt ihnen nicht, dass ihr die Papiere von mir habt. Ihr habt davon erfahren und eigene Rückschlüsse gezogen. Die Versammlung tagt gerade. Wenn ihr leise seid, könnt ihr hinein und zusehen. Euer Verstand muss zu Staub zerfallen sein, wenn ihr glaubt, dass wir das zulassen. Die Hälfte der Häuser fiele ohne den Handel mit der Oberfläche dem Ruin anheim. Der Vorschlag gilt nur so lange, bis gewährleistet ist, dass die Oberflächler uns respektieren. Damit ihr bequem die ganzen Verträge übernehmen könnt, eher pflanze ich euren Kopf auf eine Speerspitze. Dashiers Lords und Ladies der Versammlung, ich habe zur Vermeidung von Gewalt bereits die Wachen verdoppelt. Reicht das immer noch nicht? Seneschall Bendelor, Belens Anhänger fesseln uns die Hände mit Banalitäten. Wir könnten ebenso den Stein abtragen und den Himmel hereinlassen. Ich schlage vor, wir stimmen ab. Und ich schlage vor, dass ihr Bekanntschaft macht mit meinem Familienstreitkolben. Genug! Die Versammlung vertagt sich, bis die Mitglieder sich wieder beruhigt haben. Bei allen vom Stein verlassenen Narren und Staubfressern. Tut mir leid, das ist die Versammlung der Clans. Nur Dashiers und Staatsgäste haben Zutritt. Beim Stein. Ihr müsst der graue Wächter sein. Ich habe die Nachricht der Torwache völlig vergessen. Willkommen zurück in Orsamar, Wächter. In den letzten Tagen hat sich viel verändert. Doch trotz allem Respekt für eure Position wird man euch erst anhören, wenn auf dem Thron wieder ein König sitzt. Ich gebe zu, Wächter, da bin ich selbst ratlos. Es liegt an Prinz Belen und Lord Harrowmont, und in diesen unsicheren Zeiten sind beide sehr misstrauisch. Ich wünschte, ich hätte mehr für euch tun können. Aber selbstverständlich. Ich hörte schon, dass ein grauer Wächter in der Stadt ist. Ich bin Dulin Forrender, Berater von Lord Harrowmont, dem von König Andrin bestimmten Thronfolger. Es geht das Gerücht um, dass der Oberfläche eine Verderbnis droht. Eine Schande, dass wir derzeit außerstande sind, zu helfen. Mag sein, und die Oberfläche ist sicher in großer Gefahr. Aber selbst wenn morgen die Welt untergeht, kann Lord Harrowmont Belen heute nicht ignorieren. Er kann niemandem trauen, der seine Loyalität nicht unter Beweis gestellt hat. Ihr bittet den König von Orsamar, Armeen an die Oberfläche zu entsenden, aber wir haben weder einen König noch eine Armee. Im Moment bekämpfen die Männer nicht die dunkle Brut, sondern prügeln sich auf der Straße. Wird die Situation nicht geklärt, kommt es zum Bürgerkrieg. Wenn ihr jetzt zu Lord Harrowmont wollt, müsst ihr beweisen, dass ihr nicht vorhabt, euch später gegen ihn zu wenden. Wenn ihr zeigen wollt, dass ihr Belen keine Loyalität entgegenbringt, dann arbeitet in Harrowmonts Namen gegen ihn. Belen hält heute ein Tornei ab, angeblich zum Gedenken an seinen Vater. Die Dashiers nehmen es sehr ernst. Unglücklicherweise konnte Belen die besten Kämpfer des Hauses Harrowmont erpressen oder einschüchtern, sodass sie nicht daran teilnehmen. Das wäre erhellend. Aber bitte drängt nicht zu sehr, wenn Sie die Gründe nicht enthüllen wollen. Um eure Loyalität zu beweisen, solltet ihr als Streiterin seiner Lordschaft am Tornei teilnehmen.
Bei dem Ruf eures Ordens müssten die Ahnen euch wohlwollend gegenüberstehen. Und das soll euer König werden? Einer, der seine eigenen Männer nicht davon abhalten kann, zu fliehen wie verschreckte Hühner? Lord Harrowmont führt seine Leute nicht durch Drohung oder Einschüchterung, sondern er ist ihnen ein Beispiel. Ah, verstehe. Er kauert vor diesem Prinz Beelen im Staub und sie machen es jetzt nach. Ihr wagt es, Lord Harrowmont zu beleidigen? Warum sollten wir mit jemandem ein Bündnis schließen, der zu ängstlich ist, uns eine Audienz zu gewähren? An eurer Stelle würde ich mir einen stärkeren König suchen als diesen Harrowmont. Ihr meint doch wohl nicht Beelen. Dann haben wir beide uns nichts mehr zu sagen.